Ja, hallo liebe Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe gesehen, in der letzten Folge war meine Stimme schlecht zu hören, daher habe ich jetzt mal ein bisschen den Ton leiser gestellt und wir spielen weiter. Bei Open Transportalkunden, und wir hatten ja gestern in der letzten Folge beziehungsweise noch hier diese Strecke hier gebaut. Und wir gucken einfach mal, ich muss jetzt mal gucken, wegen den Einstellungen. Nein, das hat er sich gespeichert, das ist gut. Ich hatte vorhin noch ein Testspiel gemacht mit 14 Gegnern und da wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass die hier auch auftauchen. Hier sehe ich jetzt noch, das ist recht hügelig. Ja, wir lassen das erstmal. So. Saarbrücken und Nienbrück. Da bauen wir mal eine Buslinie hin. Doch mal vollkommen. Mir kommt das immer noch so laut vor. Ich würde mal noch ein Stück leiser machen, damit er mich noch ein bisschen hört. So, Nienbrück und Saarbrücken. Und ein Depot hier hinstellen und einen Bus. Zack, zack und ab dafür. Das interessiert uns weniger. Wo könnten wir noch was bauen für den Anfang? Also wie gesagt, Kohle ist hier im Spiel überhaupt das Wichtigste am Anfang, denn das bringt das meiste Geld. Dort war ja irgendwie der Gegner schon, ne? Ja. Ohne Dampflok. Sehr interessant. Was habe ich dort auch noch einen? So, da gucke ich jetzt einfach mal. Ach, hier ist noch eine recht kurze Strecke. Könnte man eigentlich auch mit LKWs bauen, aber das mag ich nicht so gerne. Quatsch. Und Stärke 3. Ich denke, hier reicht ein Depot, würde ich einfach mal sagen. So, wie eine Lok, die 80 fährt und dabei recht günstig ist. Das ist die hier. Betriebskosten. Okay. Kohle. Also später gibt es dann auch Fahrzeuge, wo die Waggonhöchstgeschwindigkeit höher ist. Da haben wir dann ein bisschen weniger das Problem, dass langsame Züge da alles blockieren. So, und das erste Jahr ist vorbei. Wir haben plus 87.000 Mark gemacht und minus fast 1 Million, also wir liegen im Minus insgesamt mit Schulden. So, wo haben wir noch was? Dort ist noch ein Kraftwerk, dort ist ein Bauernhof. Bauernhöfe, die produzieren Vieh und Getreide und das muss dann in Fabriken wie hier. Könnte man eigentlich mal machen. Ja, hier ist was für ein Eisenerztransport. Ich denke, wir suchen uns mal eine Stelle, wo wir recht leicht Vieh transportieren können. Ach, schade, dass hier kein Erzbergwerk in der Nähe ist. Das wäre was. Doch, dort oben. Da müsste man eine recht lange Brücke bauen. Das finde ich auch jetzt nicht so toll, um ehrlich zu sein. Ja, die Auswahl, die fällt ja schon schwer. Dort ist zwar. Wir müssen aber mal wieder auf die Karte schauen. Obwohl, hier hätte ich eine Möglichkeit, Holz zu transportieren. Dort ist ein Bauernhof. Aber keine Fabrik in der Nähe. Kohle. Fabrik, da schauen wir mal auf der Karte. Der Bauernhof ist rosa und die Fabrik ist lila. Hier. Das machen wir jetzt hier. Das nutzen wir. Anzahl der Gleise 2. Ich denke, wir bauen das lieber so. Und dann hier in eine Station hin.
hier eine Station hin und das verbinden wir dann einfach zu einer zweispurigen Strecke wieder, dass dort dann vier Züge insgesamt fahren. Dann haben wir auch ein bisschen Action dann. Ich glaube, wir hätten den Bahn. Na gut, macht nichts. Macht nichts. So, wir ketteln erstmal hier die erste Strecke an. Ach, jetzt fehlt mir wieder das Geld. Viel können wir uns nicht mehr leihen. Insgesamt 1,5 Millionen Mark können wir uns leihen. Das wird schon langsam eng. Und wir sollten echt mal schauen, langsam, dass wir hier ins Plus kommen. Aber wie gesagt, der Anfang ist immer ein bisschen schwer. So, jetzt das gleiche hier nochmal. Also ich baue jedenfalls immer so weit, wie es geht, zweigleisige Bahnhöfe. Das habe ich wieder hier den Fehler gemacht. Mit einem Übergang, dass man dann einfach in das andere Gleis reinfahren kann. Und das reicht dann einfach für zweigleisige Strecken. Signal. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir die Kurve kriegen. Ich denke, wir bauen... Ja, das passt ja direkt. Ach, das Signal steht falsch dort. So, jetzt bauen wir hier ein Stück runter. Hier bauen wir hoch und dann treffen die sich irgendwo hier in dem Bereich. Und das geht dann so in Ordnung. Diesen Huckel, den werden wir später, wenn wir Geld haben, dann sicherlich auch noch ausmerzen. Dass der nicht ganz so... Oh, ein zu weit. Dass der nicht ganz so bremst, sag ich mal. So, jetzt kommen die Signale dorthin. Das steht auch falsch. Wir haben hier zum Glück die Funktion, dass alle zwei Felder automatisch die Signale gesetzt werden. Im Originalspiel war das ja so, da musste man jedes Signal von Hand setzen. Das war dann schon teilweise ein sehr großer Aufwand. So, jetzt bauen wir hier noch zu Ende. So, das passt und jetzt können wir auch die erste Strecke schon in Betrieb nehmen. Getreide, was gibt es dort? Auch plus 80. Na, dann nehmen wir wieder hier diese günstige Lok. Die muss einfach reichen. Viehtransport. Oh, hier gibt es sogar bei Viehtransport sogar 99. Ich denke, das sollten wir dann ausnutzen. Schüttgutwagen umrüsten auf Getreide. Und dann ab dafür. Nicht beladen. Genau. Ein Zug, der recht günstig ist und dazu 99 fährt. Sortieren nach Höchstgeschwindigkeit. Na gut, dann nehmen wir mal die erste Diesellok hier. Und Viehtransport. Der nimmt die gleiche Strecke. So, und da geht's los. Verzeihung. So, jetzt müssen wir noch hier den zweiten Bahnhof anbauen. Da bauen wir natürlich wieder das Grundgerüst, den Übergang und das... Ach, ich bin schon wieder fast... So, jetzt haben wir die Maximalschulden erreicht. Also jetzt sollten wir mal so langsam in ein Plus kommen. Sonst wird das hier kritisch. Ja, das ist immer problematisch, weil diese... die Felder, wo Felder sind, was für ein Wortspiel, von den Landwirten. Darauf was zu bauen, kostet sehr viel Geld. Und das ist dann die Sache, die da immer das ganze Loch in die Finanzen hier reißt. Und ja, ich schlage vor, wir machen dann erstmal in der nächsten Folge
weiter und ja, bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen.